Und hier sind Banditen, verdammt, die muss ich, um die muss ich mich dann auch kümmern. Fotze. Daniel, warum bist du immer so fies? Warum immer so viele Schimpfwörter? Der hat meine Mutter beleidigt. Hey, der prügelt auf mich ein, als ob es keinen Morgen gibt, Alter. Fick dich. Bitch. Ich verliere das gleich noch. Warum funktioniert das Content bei dem nicht? Also jetzt. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Alter, ihr so badass, ey. So mega badass. Alter, ihr doesn't give a fuck. Ja, ist so, Alter, ist so. Weißt du, der quetscht die Typen immer bei einem Verhör so aus und sagt ihnen, oh, ich werde dich verschonen, wenn du mir alles sagst, was du weißt, und dann sticht er sie doch ab. Egal, also quasi so wie man wegen Splinter Cell. Ja. Das ist total dämlich. Ja, ich finde sowas cool. Ja, aber das ist dann. Ich finde es so extrem cool, wenn die Leute wissen, wenn Sam Fisher sie hat. Und also, huhu, du wirst mich wahrscheinlich jetzt umbringen. Nicht bevor du mir sagst, was ich hören will. Vielleicht verschone ich dich dann. Vielleicht. Ja, da ist dann das. Und diese wichtige Information. Und bla 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 und so. Danke, ich habe alles gehört. Du kannst jetzt schlafen gehen. Ah, okay. Okay. Komm, du kannst jetzt schlafen gehen, Daniel. Ich geh auch selbst schlafen, Alter. Ich habe heute bis 11 Uhr geschlafen, ich brauche nicht mehr zu schlafen. Daniel, hast du den ganzen Tag verpennt? Danke. Ja, das tut mir auch leid. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Das war gestern Abend schon. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Oh, diese schöne Unterling Schneemann, oh, der ist tot. Was hat er dann? Damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wer kann wohl das getan haben? Ich hab keine Ahnung, wer das getan hat. Ich war es nicht. Ich hab keinen Plan. Oh nein, was ist das? Was ist mit deiner Mutter, Alter? Was ist mit deiner Mutter, Junge? Ist ja schon gut, ich gehe oben rum. Ach scheiße, geht gar nicht. Mutter gesagt. Ich kann nicht oben rum gehen, Alter. Aber da ist ein Bogenschütze, den... Den hab ich jetzt mal umgebracht, ey, jo. Ist voll lustig. Das heißt, ich muss ja jetzt... Ah ne, das geht auch. Ja, wieso nicht? Ich weiß nicht, was du jetzt musst. Ich bin gerade in diesem Viertel, wo der Kerl hier seine Nutten in dem Lagerhaus gefangen hält. Also, was dem gehört, so. Der hat ja sein eigenes Viertel. Sein Sklavenhalterviertel. Wo seine Bitches den Rich shitten und sein Smoke in der, im Meth-Labor gekocht wird. So. Yo. Heisenberg. Genau. Talal der Waffenhändler, sag ich doch. Heisenberg. Needs more Meth. Ich weiß nicht, wer das ist. Schaust du kein Breaking Bad? Nein. Ich guck keine Serien. Scheiße. Serien sind was für Leute, die Serien gucken, ey. Machst dich jetzt ja unbeliebt, Daniel. Ach ja? Komm noch her. Ja. Komm noch her, Alter. Das Angebot steht. Ich höre dich um, Alter. Du bist doch nur, dass ich zu dir komme. Damit ich dich umstellen kann. Nein, damit ich dich besuchen komme. Ja, genau. Ich habe keine Freunde. So siehst du auch aus. Das ist ihm einfach scheißegal, dass ich gerade auf ihn einboxen wollte. Dann geh ich um. So in meinen Kommentar unter deinem Bild. Hä, was? Unter was? Achso. Das Autofahrbild. I'm a very good driver, man.
Und ich so, ja, ich kann verstehen, warum. Weißt du, das macht mir irgendwie Angst, weil fast 80% der Leute, die dieses Bild geliked haben, sind schon mal mit mir gefahren. Also, alle wissen es. Alle wissen, dass ich keinen Plan vom Autofahren habe. Ja, ich war zu meiner Verteidigung bin ich. Du fährst scheiße in Real Life und scheiße in Videospielen. Ey, gar nicht, in GTA kann ich fahren. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle und dann waren sie schwanger. Bin ich vielleicht schwanger? Sehe ich vielleicht schwanger aus, Alter? Ja, aber du bist fett. Deine Mutter ist fett. Ey, woher weißt du was? Ey, das macht mir jetzt Angst, du stalkst mich. Du Sohn einer blutpissenden Hafenhure. Haben aber keinen Hafen, Daniel. Jetzt erzähl mir bloß nicht, du wohnst im Gebirge. Ihr habt doch da oben in den Bergen habt ihr doch einen Hafen. Habt ihr doch. Ja, natürlich. Ich danke euch. Bla bla bla. Halt's Maul. Ja, natürlich haben wir einen Hafen, Daniel. Wir haben auch einen Propheten, der nennt sich Össi McOtzberg. Und der kam so, die Flut kommt. Dann haben wir überall auf unseren Bergen so Hafen gebaut und überall stehen Aachen Noah rum. Össi McOtzberg. Össi McOtzberg? Kennst du nicht, er ist voll berühmt. Natürlich musst du den kennen. Name ist so scheiße, Alter. Das gibt's gar nicht. Thanks, I made it myself. Das ist unglaublich schlecht. Der Humor. Du sollst die Batterie werfen und nicht ablegen, Ratchet. Was für eine Batterie? Ja, in Seelox, wenn du diese Batterie schmeißen sollst. Du willst sie schmeißen, Ratchet, so nö, ich leg sie ab. Boah. Ratchet soll das nicht machen. Ratchet soll so tolle Call of Duty Controls haben, die so voll reagieren, wenn ich es haben will. Ich hab letztens mal wieder COD Modern Warfare 2 gespielt. Das war im Multiplayer sogar. Weil wir mit 4 Leuten waren und nicht wussten, was wir machen sollten, haben wir dieses Spiel angespielt und es war sehr schön. Es war wundervoll. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zu. Es war so schön. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Bock mehr auf COD habe. Daniel, sag man doch nicht. Man hat immer Bock auf COD. Immer Bock auf COD. Er ist einmal so scheiße Multiplayer wie du. Ich will gar nicht richtig Multiplayer scheißen. Ist immer scheiße, Daniel. Hast du gerade gesagt, der COD Multiplayer ist scheiße, Alter? Damit ja, du hast bist scheiße. Ungefähr 250 Fanboys angelegt. 250.000, Entschuldigung. Du bist scheiße. Du hast immer Multiplayer-Spiele gespielt. Voll schlecht. Wenn einer dich im Mediamarkt nach einem guten Shooter für die PlayStation 3 fragt, was gibst du ihm dann? Ich danke Battlefield. Ich danke euch. Battlefield? Ich diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Oh, aber der sagt dann, alle seine Freunde spielen immer Call of Duty. Dann sag ich ihm, ja, deine Freunde sind scheiße, du bist ein Mittelläufer, leb damit. Das wirst du ihm bestimmt sagen, ja. Bin ich mir ganz sicher. Ein erfolgreiches Verkaufsgespräch baut auf sowas auf. Da bin ich ein Mitläufer. Ja, aber meine Freunde finden das voll cool. Das ist mir egal, du bist ein Mitläufer. Deine Freunde sind scheiße. Und du auch. Ja. Haters gonna hate. Haters gonna hate. And they are gonna suck my dick. Yeah, man. Dein Leben ist verwirrt. Vielleicht sollte ich Ratchet Gladiator nebenbei platinieren. Ratchet Gladiator. HD oder was? Yes. PS4 hat da noch keine. So, stimmt ja. Trophäen. Daniel, know your consoles. Gibt es eigentlich auf den Next-Gen-Konsolen wieder Trophäen? Yes. Und Erfolge? Yes. Kann man diesmal was mit den Trophäen und Erfolgen anfangen? Keine Ahnung. Wie scheiße. Doch, du kannst deinen virtuellen Penis groß fühlen lassen. Ja.
So, ich hab da dieses Spiel platiniert, du nicht, ich bin ja so toll. Ich hab zwar vielleicht gut gespielt, aber ich hab diese schweren Herausforderungen geschafft. Naja, schaut auf mein Profil, wo eh nie mehr jemand drauf guckt und sei die Scheiße denn, ne? Ja. Mit dem Falschen angelegt, Blure. Auf dem Weg. Missgeburten, Alter. Daniel. Soll ich dir bitte die Kehle aufschlitzen, du Kanacke? Schlitz mir auch selbst die Kehle auf. Schlitz mir selbst die Kehle auf, ich brauche dich dafür nicht. Ich brauche deine Hilfe nicht. Sie haben meine Trophäen verdient. Yeah. Was? Ich glaube, ich habe gerade meine 1 Million Boots zusammengekratzt oder so. Was, spielst du jetzt immer noch Nexus, oder? Ja, natürlich, sag ich aber nicht. Was fehlen dir noch für Trophäen? Naja, das Spiel im Herausforderungsmodus zu absorbieren, alle Waffen auf Stufe 6 aufzurüsten, alle Rüstungen zu kaufen, eine Waffe auf Stufe 6 aufzurüsten und das war's. Oh. Es heißt überhaupt, das Spiel 1 Million Pols. Ja, diese. Das ist so lächerlich. Diese Rüstung, ey, die ist voll teuer. 1,5 Millionen Pols, fuck that. Ja. Krieg ich noch, Daniel. Die kriege ich noch. Ich bin jetzt schon im Sparen, also im Herausforderungsmodus. Aber ich glaube, im ersten Herausforderungsmodus kriegt man die nicht, oder? Kommt dem drauf an, wenn du keine Waffen-Upgrades kaufst, dann bestimmt. Ich glaube nicht. Ich habe doch schon ein bisschen Geld für Waffen-Upgrades ausgegeben und so. Ja, ich muss zugeben, die Surcons habe ich auch geupgradet. Die Surcons sind aber toll. Ich liebe die Surcons. Die sind so geil. Also das war eine der besten Waffenerfindungen, die sie bei Ratchet & Clank in den letzten paar Jahren hatten. Erst Mr. Surcon, jetzt die ganze Familie, das ist schon richtig cool. Das ist so eine von diesen zeitlosen Waffen, die, glaube ich, die hoffentlich immer dabei bleiben. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt noch dabei ist. Wir wissen ja, wie gerne Insomniac Waffen ignorieren lässt. Ja, aber guck mal, wie beliebt die sind, also. Ich habe der Hieb war auch beliebt, soweit ich weiß, und... Wer war beliebt, was? Der Hieb. Der was? Der Handschuh aus Ratchet & Clank 1, der Boxhandschuh. Der war beliebt, ohne Scheiß. Der war cool. Ich fand den richtig scheiße. Der war cool. Also nur keine Ahnung, ey. Der war voll kacke, Alter. So wie das Team Extreme. Man sagt, es wäre nicht möglich. Man sagt, es wäre verrückt. Das überhaupt zu versuchen. Tja, Mann. Hier ist super Waffe. Rieder. Team Extreme. Perfekte Perfektion. Fuck you. I am the Rieder Master. Nö. Ja, doch, ich habe jetzt eine Rieder-Stufe 3. Ihr Argument ist invalid. What the fuck? Wo genau ist diese Verhörmission? Die ist doch. Ich verarsche nur das. Na, die ist bestimmt in der Front of the Kirche. In der Kirche. Daniel, meine Kirche ist hier. Ach, da kann man ja reingehen, was denn das hier? Ja, Daniel, was hast du jetzt davon? Nur weil du nicht weißt, wie man Assassin's Creed spielt. Ja, es gibt hier in Assassin's Creed kaum Gebäude, wo du reingehen kannst. Deswegen, ich war jetzt gerade leicht. Ja, jetzt kommt die Ausrede. Also, ich sag, du mir auch noch, du bist nicht schwanger, obwohl du es bist. Du bist ein Lügner. Ah, ich bin zu weit weg. Oh, jetzt. Jetzt werde ich zuhören. Lausch. Chat. Wirf! Wäre ich längst vor. Wir! Ihr seid entweder dumm oder blind. Oder beides. Warum sagt ihr das? Ihr saht nicht, was geschah. Ich habe genug gesehen. Die Karawane wurde angegriffen und er hat sich davon gemacht. Nein, er ist nicht geflohen. Wie meint ihr das? Hast du vergessen, was aus den Angreifern wurde? Sie wurden von unseren Bogenschützen gefällt. Unseren Bogenschützen? Er war's. Allein. Du meinst, er hat uns gerettet? Ja, er lief auf höheres Terrain und tötete sie alle mit seinem Bogen. Das wusste ich nicht. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Dieser Mann ist ein Meisterschütze. Merkt euch meine Worte. Im Kampf wird Talal versuchen, seine Gegner mit dem Bogen auszuschalten. Oh. Das war ein sehr wichtiger Tipp. Das war wirklich mal ein wichtiger Tipp, im Gegensatz zu den sonstigen Tipps, die man hier kriegt. Mit A sprühst du. Wie attackierst du? Da
Das ist mal einer von diesen Tipps, wo es sich lohnt, die Vorbereitungsmissionen für ein Attentat alle zu machen, aber was war's denn noch? Auf dem Weg, Black Brother. War das rassistisch? Nein. War nicht rassistisch. No. Danke, mein Junge. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Standardtext. Bla 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 bla. Halt's Maul. Oh, die scheiß Kamera. Komm. Schwenk um. Geht doch. Okay. Weiter geht's. Nächster Turm. Oh, schnappst du die alle? Ja. Schnapp dir alle Türme. Ja, natürlich, mach ich. Ja, cool. Grievous will das so, also mach ich das auch so. Er ist schließlich der Einzige, der kommentiert. Würde noch einer von den anderen Leuten, die das Video gucken würden, kommentieren, dann würde ich das natürlich auch so machen, wie die es wollen. Aber nein! So wird halt alles so gemacht, wie Grievous das will. Ja, kapiert, ja. Es wird alles so gemacht, wie Grievous das will. Du Oberzicke! Du Oberzicke! Ja, wie viel kostet eigentlich die Omega Reader 7? 1 million bones! Ach, das ist ja billig. Ja, eigentlich wirklich. Ja, die Rüstung. Ich dachte, das Ratchet Clank 3, das glaube ich 1,5 Millionen kostet oder so, keine Ahnung. Die Rüstung ist doch gar nicht so gut und kostet ja 500.000 mehr. Er ist 50% Schadensreduzierung, Daniel. Ja. Das ist very good. Nee. Aber was willst du mit Schadensreduzieren, wenn du Reader 7 hast? 70% wären gut. Hast du das Reader 7 Upgrade gekauft? Nein, ich habe nicht so viel Geld. Oh, was hast du denn? Ich habe 357.000. 357.000 erst. Ja, ich habe aber auch schon für Upgrades ausgegeben, als von daher. Ich danke. Wie oft muss man das Spiel durchspielen, ey? Das schwöre ich. Bestimmt 3-4 Mal, bis du alles ganz voll hast, oder? Keine Ahnung, jedenfalls habe ich jetzt einen Stilpunkt, das Weihnachtsseher. Ja, den habe ich schon beim ersten Mal durchspielen bekommen. Haha. Ich habe diesen Winterisierer nie benutzt. Der Winterisierer ist eine übelst gute Waffe. Ich finde aber cool. Die haben keine Chance, wenn du damit ankommst. Und scheiße, ich habe den, diesen zweiten Planeten habe ich damit gemacht, komplett. Dieser Planet, wo der Sturm ist und so. Ich weiß nicht, wie er heißt. Hey. Wir sind am zweiten Planeten, der heißt Zillox. Ja, den habe ich komplett mit dem Winterisierer gemacht. Also die Stadt da. Ja. Ja. Also, you know what I'm saying, ne? Yeah! Hey, hau doch ab, hau doch. Oh, shit! I'm the better man. Yeah! Lasst mich da hoch. Warum gibt mir dieses Spiel nie Munition, die ich brauche? Wer hat gesehen, ich weiß nicht. Ich meine, das ist mal mit anderen Ratchet & Clank Spielen auch so, aber es ist nie so schlimm wie hier. Big Minis. Ist aber echt so, jetzt. Ne? Jetzt kriege ich Munition, die ich brauchen kann. Das ist der einzige Aussicht zum Spiel, wo eine Wache oben drauf ist. Schmeiß sie runter. Das geht hier noch nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Ich hab's einfach abgestochen. Ja! Ey, du hast deinen eigenen Schneemann-Buddy zerhackstückelt. Wie kannst du damit leben, Mann? Heißabschlager. Wie könnt ihr leben? Wenn du den aufmotzt, dann kommt da, glaube ich, noch kommen so extra Bolster raus. Die kommen aus so Geschenken. So, ich weiß. I love me, Präsenz. Es ist sehr demotivierend für mich, dass du beim ersten Versuch, also beim ersten Mal durchspielen, also während dem Let's Play, nicht den Winterisierer benutzt hast. Das ist sehr selten. Das enttäuscht mich. Fuck you, Daniel. Du bist eine Enttäuschung. Nein. Yes. Meine Mama hat gesagt, ich will keine. Ja, aber dein Vater sagt, du bist eine Enttäuschung.
Ich bin dein Vater. No. Mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seid hier nicht erwünscht. Was? Deine Mutter ist hier nicht erwünscht, Junge. Alter, ich kann nicht mal ein Luftattentat auf den Spaß machen. Das